Karibi. Das nächste Team am Start aus Russland, Anastasia Dudkina, ihre Bremserin Anastasia Kurisheva, startfrei, track is clear. So, die beiden Russinnen sitzen in ihrem Bob. Ihre Startzeit 5,90, Pushtime 5,90. Ja, damit am Start bereits 31 Hundertstel Rückstand. Das ist sehr schwer aufzuholen. 45 Hundertstel. Ja, um derzeit auf Platz 3 zu kommen, braucht es eine 54,86. Das ist eine knappe Sekunde Rückstand. Im Geisel haben sie 58 Hundertstel. Eine schöne Linie aus dem Kreisel. Ja, die Kurve 9. Diese Ausfahrt war nicht perfekt. 64 Hundertstel der Rückstand. Aber ein guter Speed. 119,3 für die beiden Russinnen. Sie reihen sich ein auf Platz Nummer 3 im Zwischenklassement mit 54,53. Third place so far, 54,53. First place so far, Melissa Lotholz, 54,52 and 1 minute 49,27 total time. So, wir kommen zu den Top 3 aus dem Lauf. Am Start aus Russland, Anastasia Dudkina und Anastasia Kurisheva. Startfrei, track is clear. Die beiden Russinnen starten in 5,86, damit eine leichte Steigerung zum ersten Lauf. Pushtime 5,86. Trotz alledem, die ersten drei Positionen schon relativ klar bezogen. Da braucht es einen sehr, sehr, sehr guten Lauf, um noch eine Verbesserung zu erreichen. 11 Hundertstel inzwischen der Vorsprung am Damenstart. Ein sehr guter Speed vor dem Kreisel, 88,9 für Anastasia Dudkina. Kurve 9 Ausfahrt, fast gestürzt und Bandenkontakt, aber trotzdem 21 Hundertstel der Vorsprung, 118,9, guter Speed. Damit sollte es in Führung gehen für die Russin. Anastasia Dudkina übernimmt die Führung und ist damit sicher auf dem Podium mit 54,43 und 1,48,96 Gesamtzeit.